Hallo Freunde, hallo Kollegen, willkommen. Während der Corona-Zeit haben viele von uns die Vorzüge des Heimsbüros kennengelernt. Doch mit der neuen Arbeitsweise kamen auch die neuen Herausforderungen. Eine davon war die Notwendigkeit, eine zuverlässige Verbindung zu dem PC am Arbeitsplatz zu haben. Viele von euch hatten die in der Vergangenheit während der Corona-Zeit war eine gängige Praxis, unsere Arbeits-PCs rund um die Uhr laufen zu lassen. Dies führte nicht nur zu unnötigen Energieverbrauch, sondern auch zu erhöhten Stromkosten. Mit meiner PC-Fernsteuerung gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Heute präsentiere ich Ihnen die Lösung für dieses Problem, mein Stukan-PC-Steuerung. Dieses Gerät, das ich selbst programmiert habe, bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren PC über ein benutzerfreundliches Webinterface neu zu starten und herunterzufahren. Aber das ist noch nicht alles. Sie können auch eine zeitgesteuerte Steuerung einrichten, um Ihren PC automatisch neu zu starten oder herunterzufahren. Und für diejenigen, die Ihre Wochenende ungestört genießen möchten, gibt es eine Wochenendsteuerung, die sicherstellt, dass Ihr PC am Wochenende nicht eingeschaltet wird. Ja, hallo Leute, wollte euch mal von meinen Erfahrungen mit PCBW erzählen, dem ultimativen Ort für die Elektronikbegeisterte. Also ich stöbere gern im PCBW Shop herum, wenn ich meine Elektronikprojekte starte. Die haben echt alles, von hochwertigen Leiterplatinen bis zu sämtlichen elektronischen Bauteilen. Qualität ist hier wirklich top, vor allem das hier. Und wisst ihr was? Das Beste ist, dass PCBW Online-Projektseite, das ist jetzt hier, da gibt es nicht nur Tutorials und Ressourcen, sondern auch coole Inspirationen. Wenn ihr nach meinen Projekten sucht, da findet ihr meine Elektronik-Abenteuer. Vielleicht könnt ihr ja die eine oder die andere Idee für eigene Projekte mitnehmen. Blitzschnelle Versand, Top-Kundensupport und Preise, die auch meinen Budget wirklich glücklich machen. So, in dem Video wollte ich euch einfach live zeigen, wie das alles funktioniert. Wir haben zwei Computer, die in demselben Netz, die an demselben Netz hängen. Angenommen ist das ein Arbeits-PC, das ist ein Lenligi-Rechner und das ist jetzt ein Homeoffice-PC. Ich versuche das jetzt alles mit meiner linken Hand zu steuern. Also jetzt bauen wir Verbindung über den Webinterface zu dem Gerät jetzt hier. So, dann schalten wir das alles an. Wir sehen, dass der Computer jetzt gestartet wird. So, an der Stelle habe ich das Video etwas beschleunigt. Wir sehen, dass das Gerät erfolgreich die Verbindung aufgebaut hat. Jetzt versuchen wir Remote Desktop Verbindung aufzubauen zu dem Computer da. Er hat jetzt die 68 IP-Adresse. Starten wir Zertifikat. Ja. Dann haben wir Verbindung zu dem. Da wir ja Zugangsdaten schon haben, melden wir uns direkt an dem Computer hier an. Das ist jetzt praktisch der Computer hier. Das Desktop von dem Lenli-Rechner. So, jetzt gehen wir, in dem Fall ist das Microsoft Edge. Und die IP-Adresse von dem Steuergerät nochmal. Und jetzt versuchen wir das Gerät mal, den Computer mal auszuschalten. Klicken wir drauf, wird heruntergefahren. Da ist auch, jetzt ist alles aus. So funktioniert das ja. Sie fragen sich jetzt sicher, wo Sie dieses Wunder der Technik erwerben können. Ja, ganz einfach, suchen Sie auf eBay nach Stukan und Sie werden nicht nur dieses Gerät, sondern auch meine weiteren Erfindungen finden. Für die Bastler unter Ihnen gibt es auch die Möglichkeit, das Gerät selbst zu bauen. Die benötigten Teile kosten nicht viel. Und für das Bauprojekt benötigen Sie nur einen von mir programmierten Mikrocontroller, WMOS T1 Mini. Dieses Mikrocontroller können Sie direkt bei mir für 18 Euro plus Versand erwerben. Also warum warten? Machen Sie Ihr Leben einfacher und effizienter mit meiner PC-Fernsteuerung. Und jetzt aufgepasst!
Das Projekt werde ich Ihnen auch umsonst zur Verfügung stellen. Wenn das Video jetzt 1000 Likes bekommt, werde ich das Projekt für ein Jahr online stellen. Hier ist die Bauanleitung für das Projekt selbst, der bis Ende des Jahres funktioniert. Wie man also das alles programmiert, können Sie auf meinem YouTube-Kanal sehen. So, an der Stelle sage ich euch, bleibt gesund und munter, Leute. Ciao.